Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, ihr seht schon, unser Flughafen ist irgendwie halb leer und dann habe ich mal den Flugplaner geschaut. Irgendwie, der Flugpinguin hat hier sehr viele Aufträge, wie es scheint. Ups, jetzt lädt's. Vielleicht habe ich dem Spiel gerade einen Todesschlag gegeben, aber hier sind noch sehr viele Flüge drin eigentlich, die uns gut Geld bringen könnten. Aber irgendwie haben die hier an der Flugplanung... Welchen Tag haben wir denn heute? Immer den Mittwoch. Huch dir diesen Mittwoch an, der ist halb leer. Was soll man denn da kriegen? Es ist Mittwoch 1 Uhr nachts. Das ist ja schon auf den Donnerstag geschrieben. Hier sind wir, Mittwoch. Mittwoch in der Früh. Schaut euch diesen Tagesplan an. Der ist absolut Schrott und Grütze. Und irgendwie, weiß ich nicht wieso, kriegt das mein Planer nicht hin. Jetzt schauen wir uns mal an, was der Planer hier vorhat. So, welchen Planer haben wir denn hier aktuell im Personal? Wo ist unser Kanzler? Reduziert Kaufpreis, aktiviert automatischen Planer, schaltet Technologie, Beschaffung frei. Chiara. Mein Name ist Chiara, ich habe 18 Jahre lang gearbeitet und jetzt Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, der Code Oil Industries. In Freizeit habe ich bla 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 bla. Du bist CIO. Schau mal, haben wir einen anderen CIO, den wir hier auswählen können? Ich hätte gern einen CIO. Wo kriege ich den CIO her? CFO, CFO, CIO. Durchschnitt 3.0. Eieiei, 3.5. Leute, 1.0 will ich ja sehen hier. Ablehnen, ablehnen. Nee. Ich kann mit solchen Leuten nichts anfangen. Gut, dann müssen wir die Flugplanung fürs erste Mal auf die eigene Kappe wieder nehmen. So. 2.5er Flug. Den kriegen wir noch hier rein. Wir hatten hier so beschissen geplant. Achso, ja, den dann okay. Was haben wir hier noch? Schauen wir, hier 6er Flug. Der hat locker hier Platz. 2er Fluch, ja okay, da sind wir ein bisschen unterbesetzt aktuell. Good Wings, was hast du noch für mich? Hier, ein 6er noch. Planen wir hier ein. Gut, dann haben wir, da Good Wings waren wir gerade. Jumpers haben wir noch. Jumpers hat nur noch kleine Flugzeuge. Haben wir die Maple Air. Schau, Maple Air hat auch noch ein großes Flugzeug für uns. Da ist nichts. Hier noch ein großer 6er. Und noch ein großer 6er. Da sagt einer, wir können das hier nicht vollpumpen. Wir haben genug Platz für Flugzeuge. 2.5, 2.5. Da haben wir auch noch einen 6er. Ist jetzt da nicht bummvoll hier oben? Also wir können auch meinetwegen den hier noch ein bisschen verschieben. Verlegen. Dann haben wir ein bisschen mehr offene Luft. Verlegen wir den ein bisschen nach vorne. Dann schaut das hier ein bisschen feiner aus. Donnerstag ist dann schon wieder halb leer. Das ist ja eine Katastrophe. Gut, dann haben wir aber trotzdem immer noch die 2.5er Flüge. Da müssen wir gegen was machen. Wir haben hier gleich ein paar Flughäfen, die wir umgeschaltet haben. Hier, zack. Kann das sein? Verschwind. Wer will da parken? Jetzt hat es aber. Schauen. Dich hätte ich gerne, dass du auch verschwindest. Und dann können wir wieder in den Flugplaner schauen. Jetzt haben wir ja mehr Plätze wieder hier frei. Ja, haben wir hier. Hier, zack. Ja, da kann die schon vorne geplant werden. Hier ist noch ein Platz frei. Die
die Möglichkeiten und schalten es dementsprechend rum. Wir wollen schauen, dass wir für die Kollegen hier einen guten Fluchtplatz kriegen. Ach, scheiße, noch eine 6er Maschine. Ja, perfekt, noch eine 6er Maschine. Könnte ich die 6er bitte schön haben? Der Pinguinflug noch Platz, noch ein bisschen hier Fläche. Gut. Froster Air hat noch eine 6er Maschine. Finde ich gut. Froster Air war mal als letztes. Da haben wir hier noch die Jumpers. Die Jumpers kriegen wir auf jeden Fall hier noch unter. Bestätigen. Dann haben wir die Goose Airways übersehen. Aber ich glaube, hier nimmt heute keiner mehr was. Dann gehen wir auf den Donnerstag. Wie schaut denn der Donnerstag aus? Schauen. Da ist hier gleich mal Plätzle frei. Hat hier die Goose Wing noch was frei? So. Haben wir hier noch irgendwas beim Kollegen frei? Ne, dann kommen wir zu der Maples Air. Haben wir hier schon mal die Flugplätze voll. Der hat auch nichts mehr. Der hier hat noch ein paar Zwoer frei. Da tun wir hier eine Nei. Stecken wir hier noch einen Flug rein. Okay, er, der hat auch noch ein bisschen was. 0000000. Angebotene Flüge. Oh, hier habe ich noch 7, was? Nee, das sind ja keine 7. 2,5. Was sollen denn hier noch 7 Flüge frei sein? Sind angeblich 4 frei. So ein Quatsch. Sehe nichts von. So. Dann sollten wir jetzt einen guten Flugplan haben und auch einiges an Geld heute machen können. Wir beschäftigen uns mal weiter mit unseren Geschäften für hier oben. Wenn ich mich nicht irre, wollte ich hier eigentlich mal Plätze für Läden reinmachen, Geschäfte. 208 wäre hier ganz braviös, obwohl ich gerne... Ja, machen wir schon so. Machen wir hier die Wand rein. Das wird so ein offenes Geschäft. Gut, welcher von euch bin hier rein? 208 Quadratmeter, er braucht 35, 6 Regale und 2 Kundenschalter. Dann tun wir doch da noch schnell ein paar Regelchen reinstellen. Ah, das war der falsche Taste schon wieder. Nein. Nutzen wir die Möglichkeiten des Platzes aus. Wenn man nicht dumm ist, kriegt man da auch mehr unter. So. Dann machen wir das so. Wo ist jetzt wieder Geschäftsbereich? Ein sehr standardmäßiger Shop. Und dann hier jeweils 2 Verkaufsdinger hin. In der Mitte zwischen den beiden kommt noch eine kleine Schränkle rein. Ja, das passt schon. Dann baut das mal. Flugplan hat was. Stripes bietet uns wieder einen Flug an. Den wir hier aber nicht runterkriegen. Dann würde ich sagen, schieben wir den von Stripes ab. Pinguin hat auch wieder einen für uns. Der hätte ich hier noch ein Platzal frei. Und der Kollege hier hätte auch was. Ich glaube eher, dass unser Flugplaner, dass die Bekanntschaft oder die Freundschaft mit den geliebten Flugplanern hier beschissen gemacht hat. So, hier kommt jetzt ein Power rein.
unterschreiben den Vertrag mal mit denen. Hier sitzen ja sehr, sehr viele Mitarbeiter mittlerweile. Sollten die nur mal bitte hier das fertig machen? Baut mal das ganze Ding auf, bitte. Jetzt hängt es irgendwie gerade. Mitarbeiter ist unterwegs, heißt es hier. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Ah, da ist schon der erste Mitarbeiter. Und ich habe mal wieder die Kassas falsch rum eingebaut. Das muss ich mir irgendwann mal merken. Was bieten denn die hier an? Oh, aber wie scheint, machen die schon gut Geld. Den können wir in einer kurzen Zeit. 11 Verkäufe schon. 15. Es kann gut sein, dass die das echt gut annehmen. Oder dass sie einfach gerade Bock hatten, mega. Schaut echt so aus, als ob jetzt gerade... Die mit ihren hohen Verkäufen teilweise sind nicht so schön. Oder nicht so praktisch einfach. Das ist... das Problem, aber... Schau, jetzt der Anfangssturm war mega. Jetzt sind wir gerade mal bei 21. Also die interessiert es teilweise nicht mal dahin zu kommen. Was natürlich auch wieder sehr blöd macht in dem Fall. Wenn wir noch einen Gastronomieladen dahinter machen, so einen mit 127, wie wäre es mit sowas? Der hat schon sehr hohe Ansprüche. Verkäufe für Bonus. Der braucht 9 Kühlregale und eine Kaffeebar. Hätte der hier drin gerne. Drei, vier. Da hier wieder eine Wand hinkommt. Ist es ja wohl eh klar, wie das hier gehandelt wird. So, dann kommen noch ein paar Wände hin. Was er wohl noch wollte, war eine... Kaffeetheke. Ich hab's mal wieder hier verkackt. Doch nicht. So. Man kriegt da von mir hier noch. Wie wär's denn mit einem. Mit der Biertheke noch links, rechts. So. Und dann wird das jetzt an den Kollegen übergeben. Unterzeichnen. Die sollen das Ganze mal in Betrieb nehmen. Dann kriegt das von mir noch einen schönen Boden rein. Weil die Läden verkauft, kriege ich ja immer wieder. Das ist jetzt hier nicht die große Schwierigkeit. Wir sollten nur hier Mitarbeiter sind unterwegs, heißt es. Das finde ich schon mal gut. Perfekt. Dann hoffe ich, dass sich einige dafür interessieren und dann auch hier hinkommen. Und dann auch gleichzeitig in den Laden nebenan gehen. Wir müssen halt schauen, dass wir hier ein bisschen mehr Betrieb reinkriegen. Und dadurch die Aufmerksamkeit dementsprechend auch erhöhen, ne? Wie viel haben die jetzt bis jetzt verkauft? 51 von ihrem erklärten 200er Ziel. Die wollen gerade mal 100 schaffen. Also wie gesagt, wenn jetzt alles gut läuft, dann haben wir natürlich auch dementsprechend Glück.
Jetzt müssen die nur noch ihre dementsprechenden Mengen verkaufen, die sie haben wollen unbedingt. Was natürlich wieder eine kleine Herausforderung auch ist, ne? So eine ganz, ganz kleine. Oh, wir können schon wieder Flugpläne ändern, glaube ich, so wie es ausschaut. Auf jeden Fall sagt mir hier der Flugplan, dass es wieder Flüge gibt. Schauen wir, was hat er für mich im Angebot? Einen, der könnten wir hier noch reinstecken. Er hat viele. Er ist ein guter Anbieter von großen Flügen. Das finde ich schon mal perfekt. Mit den großen Flügen machen wir natürlich unseren Umsatz am Ende des Tages. Deswegen bedienen wir den jetzt auch mal gut. Hoffen, dass er die Flugpläne annimmt, die wir ihm vorschlagen. Dementsprechend überarbeiten wir auch unsere Flugstarts und Landungen. Schauen wir erstmal die ganzen nach großen Flügen hier. Die Goose Wins hat auch einiges noch wieder angeboten. Die können wir auch nochmal gut verwenden, um die Lücken zu füllen. Tun wir den hier mal ein bisschen verlegen, tun wir den ein bisschen nach hinten. Dann kann hier noch ein Goose Wins rein. Nicht, wenn er nicht gut genug verlegt ist, wie es scheint. Warum will der nicht hin? Hat er eine bestimmte Vorgabe, an welche Uhrzeit er da runterkommen will? Weil hier sagt er nö, hier sagt er okay. Finde ich jetzt interessant. Hast du was Großes für mich? Ja, hast du. Willst du hier rein? Nö. Den Spot mag keiner, das ist interessant. Du hast eine kleine Maschine noch. Oh, schau an, er hat ein paar große noch, die er mir zur Verfügung stellen kann. Jetzt sind wir auch große. Den Platz will keiner. Ich sag dich verlegen. Das geht und dann hau ich den Maple hier vorne rein. Flug zu nah am nächsten Flug oder überlappt mit einem anderen Flugzeug an. Oder muss ich da einmal Gas geben, dass er sozusagen das erkennt? Ne, irgendwie wollen sie es nicht. Dann gehen wir auf den Freitag und setzen da ein paar Flüge noch ein. Hier ist auch ein bisschen eng mit den Flügen. Ne, will auch nicht. Gut, aber hier können wir noch ein paar 2,5er einsetzen jetzt. Bestätigen? Gibt es da irgendwie so einen allgemeinen Bestätigen-Button? Nee, ne? Schade. Goose Wins hätte noch welche im Angebot, die wir einstellen können. Jetzt hätten wir noch ein paar große frei. Ah, das sind noch kleine. Du hast noch eine große Maschine, die ich dir hier einsetzen kann. Und hier unten rein theoretisch auch noch. Die Striper hätten auch noch eine, aber dafür müsst ihr aber schon hier die Tage annehmen, die ich euch auch anbiete. Sonst wird das nichts, Leute. Kannst ja ganze Wochen vorplanen, das ist brutal. Hier aber noch welche. Okay, er bietet auch, auch noch eine große Maschine an. Ich glaube mal, wenn wir das händisch machen, ist das jetzt aktuell ein riesiger Aufwand. Ich glaube, dann haben wir gute Chancen, dass wir auch richtig gut bei den Betrieben ankommen. Weil wir es einfach händisch planen. Und ich glaube, unser Assistent nicht so ganz versteht, was unsere Philosophie hier hinter ist, dass wir gute Beziehungen zu unseren Anbietern hegen und schätzen. Maple hat aktuell noch 4 offene Flüge. Schauen wir mal, wie der Sonntag ausschaut. Schaut ihr diesen Sonntag an. Ist ja quasi eine Katastrophe. Da haben wir eine ganze Maple-Zeit frei. Quasi. 0,0,0,0,0,5 haben die Pinguine. Ich kann euch jetzt sagen, dass in ein paar Stunden dieser Bereich auch wieder vollkommen füllbar ist. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles irgendeinen Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr euch habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo hoffentlich beide Läden ihr Ziel erreichen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also, bis dann. Ciao.
dangerous.